Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Fallout New Vegas, so heißt das Spiel. Ja, wir machen einfach mal weiter. Ist es übrigens ein bisschen her, dass ich jetzt das letzte Mal aufgenommen habe, jetzt so knapp einen Monat. Ich hatte ja ein bisschen vorproduziert. Hey. Und zum ersten Mal, glaube ich, in meiner Geschichte theoretisch, leide ich langsam an einem Mangel von geilen Folgen, muss ich hier mal gerade so reinbringen. Ist vielleicht mal interessant zu erwähnen. So, wir wollen immer noch die Tchitchitikop-Mine und die Lucky Jim-Minen hier hinter diesem Berg erkunden. Das Problem ist, dazu müssen wir erstmal hinter den Berg. Und gucken, welche friedliche Person uns hier erwartet. Welche friedlichen Personen. Ist das was? Was schon mal war? Ach, das ist der Ranger Station. Station Echo. Gut, dann ist das ja nicht weiter schlimm. Aber ich denke, was ist mit meinem Inventar los? Es sind schon ein paar Sachen dabei, die ich nicht brauche. Das heißt, wenn ich also irgendwann mal einen Händler finde oder so, den gibt es jetzt hier nicht. Aber prinzipiell, ne, dann könnte ich ja mal gucken. Wow. Was so? Ich frag einfach lieber nicht. Aha, da hinten läuft schon einer von der Legion lang. Das Schöne ist, dass wir da auch lang müssen. Wenn wir jetzt quasi den Bergpass gefunden, der uns durch das Gebirge geführt. Die beiden haben es nicht geschafft. Das ist auch sehr super. Naja. Was soll ich dazu nur sagen? Oh. Ja, oh, ganz ruhig. Könntest du mal Legionsdekanus? Danke. Oh. Ich bin Schlimmeres gewohnt. Ja, ich auch. Gift. So. Ich glaube, da geht es in die Mine rein, wenn das schon so ein Gebäude ist. Ah ja. Aua! Oh, ich brauch wohl ein paar. Ist ja unfassbar. Jetzt wackeln die mich einfach an. Ich bin doch gar nicht so Feuer und Flamme. Lucky Jimmine, ja. Oh, was ist denn hier? Hier ist gar nichts. Das ist ja gut. Na, 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 na. Nein, nicht IDI. Ja, richtig viel gebracht. Ihr macht das schon. Ich suche indes den Eingang der Mine. Der muss, ich glaube, der ist wahrscheinlich dann hier, wenn ich ja mal über den Überhang gehe. Kann ich mir gut vorstellen, dass ich dann da in die Mine komme. Wobei der wahrscheinlich eh nix ist, aber ich will sie ja erkundet haben. Deswegen muss ich da hin. Und da wird die Musik auch direkt traurig. Ich bezweifle, dass das der korrekte Weg ist. Wahrscheinlich hätte ich von der anderen Seite irgendwie so einen ganz leichten Weg gehabt, wie ich da reingekommen bin. Und naja, ne, aber egal. Ist ja jetzt vorbei, jetzt ist da das Haus. Ich bin über dem Haus, das heißt, ich komme auf jeden Fall rein. Ist eigentlich falle jetzt noch. Aber da würde ich beim Fall noch ein I reinfliegen, weil ich dann faile. Also, was haben wir denn hier? Ist ja
Gar nichts. Ist ja richtig gut. Ist ja beinahe gelohnt. Dann hatte die Tschittikap-Mine. Ja, es sind halt die ganzen Goldgräberminen hier um New Vegas herum, die da früher im Goldrausch 1850 rum alle entdeckt wurden. Und ja, da hat jeder seine kleine Mine gemacht und keine davon hat wirklich was getaugt. Warum sind hier Alpha-Wände? Sag mir doch mal. Ah, Nijin. Ja, sein Traum. Was hast du denn Chintikap-Mine? Hallo? Oh. Das war schon effektiver. Aber da sich der, dass der eh nun ein Messer in der Hand hat, ist das von. Oh oh. Keiner. Da hinten sind ja. Ja, ein paar Leute. Oder? Private Reynolds. Ja, klar. Was macht denn der da? Reicht den mal. Dass der da irgendwie Sorge hat. Nicht der Stil. Oh, hallo, ich komme in Frieden. Ah, er läuft jetzt auf uns zu. Sie sind der Kurier, von dem ich so viel gehört habe. Mein Trupp braucht Ihre Hilfe. Warum sind Sie alleine draußen? Mein Trupp wurde von Legionären unter der Führung dieses Bastards Alexus überfallen. Er hat uns in die Mine da vorne verschleppt, aber ich habe es geschafft, von da wegzukommen. Ich brauche Hilfe bei der Rettung der anderen. Ich schaue mal nach, ob ich irgendwas machen kann. Das ist schon mehr, als ich erwartet hätte. Ich bleibe hier und halte Ausschau nach weiteren Legionären, die hier entlangkommen. Viel Glück. Ja, ne, das Wandern ist des Bergmanns Lust. Wir wollten ja eh in die Mine rein, ne? Von daher ist das äußerst vorteilhaft. Und was machen die zwei Gegner? Das sind wahrscheinlich nur irgendwelche Feuergeckos wieder, so wie ich es mir vorstellen kann. Wie komme ich da rein? Diese schönen Einzelteile. Kann ich nicht mal was mit anfangen. Was haben wir da? Munition? Ne, brauchen wir nicht. Eine Tschittikap-Mine. Ich denke mal, da wird es sehr gefährlich. Oh oh. Oh oh. Ein Hündi. Ei, es war ein Hundi. Oh, ah. Na, reicht schon. Yo. Was hast du dabei? Auch aufbereitetes Wasser, Heilpulver auch. Alles sehr gut. Jo. Hier, Arm. Ja, Mais, ja gut. Haben Sie was Feines für mich? Ja. Ein Kleid vielleicht? Ja. Bitte. Freu dich und mach den Keks auf. So, was haben wir? Wo war hier radioaktive Strahlung? War jetzt nicht so geil. Ich hoffe, hier sind keine weiteren Fallen oder so. Das ist es, bevor ich am ehesten Sorge habe. Ne, da ist nix. Eine Arzt erscheint super Stimpack. Prügeln aktuell. Ein Stealth Boy. Wichtiges. Ich verstehe nicht, warum sie hier dann keine Fallen reingepackt haben. Es wäre so vorteilhaft, die Umgebung dafür zu nutzen. Na toll.
wahrscheinlich ist dahinter eh wieder nichts, wie man das kennt. Naja, okay. Ja, ein paar versinken in den Boden, das ist, ist vielleicht nicht so gut. Ja, was haben wir da? Oh, Atommüll. Na, reicht schon. Ich entsorge Atommüll auch auf Kinderspielplätzen immer. Wegen leuchtenden Müll, ne? Das ist nur für die Sicherheit. Hallo. Schön ein bisschen in die Gruppe rein. Ach, echt negativen Ruf bei der Liebe erworben hat. Wusste ich nicht, dass wir den vorher hatten. Ich hätte nicht gedacht, bin ich auch nicht erfreut von. Bin ich enttäuscht. Oh, Alexus. Oh, war Alexus. Einschussflinte. Heilpulver. Das sollte ich auch mitnehmen können. Das Ding ist halt, die liegen hier alle jetzt ein bisschen. Naja. Verstehst du, ne? Oh, das ist ein Sticker Lagerschlüssel. Ich dachte, ich hätte zwei 10mm Pistolen gehabt. Ist die Quest erfüllt? Ja, was genau war die Quest? Ach ne, die Geiseln befreien war die Quest. Ach ja. Ja, sehr schön hier im Atommülllager. Da bist du. Ach ja, da bin ich, genau. Da war ich, meinst du? Weil, ne, ist ja sehr menschenrechtsfreundlich. Obwohl, das wird die wahrscheinlich so gar nicht interessieren. Menschenrechte, kann man das essen? So, und wir sind hier auf jeden Fall im falschen Teil. Ich bin verwundert. Ich hätte gedacht, das sind höhere Strahlungswerte tatsächlich. Ist wohl nicht so. So, also ist das anscheinend echt so eine Y-Mine, wo man links und rechts gehen kann. Naja. Dann gucken wir nochmal in dem anderen Teil. Ob da die Geiseln sind. Ich muss ja eigentlich, ne? Ist das hier? Ne, hier ist der Ausgang. Dann ist es hier. Wo ich nicht war, ne? Ja, hier sind doch noch Gegner. Hallo, wir sind da. Da bist du. Also der Hund. So, das wirst du mir büßen. Echt? Womit? Ah gut. Jetzt musste ich halt eine ganze Kugel verschwenden. Das ist halt schon echt Büße hoch 10. Zart. Verstehe ich. Kann ich absolut nachvollziehen. So, Ameisenfleisch. Mäuerlis nicht. Schuss für den Korken nehme ich mit. Noch einen Korken nehme ich mit. Was haben wir hier? Hallo RNK-Soldat. Ihn losbinden. Dafür wird die Legion bezahlen. Huch. Oh ja. Schmutziges Wasser, schmutziges Wasser. Brauchen wir alles nicht. Das Jungsmagazin. Das ist unnötig. Auch hier wieder schön beim Atommüll, ne? Das ist ein Traum. Was haben wir hier? Losbinden. Scheiße auf diesen Ort. Ja, ehrlich, scheiß doch mal drauf. Was haben wir da? Ein Stromleiter. 308er Muni. Und das war alles? Zwei Geiseln? Das ist ja unfassbar. Ich dachte, das wäre jetzt hier eine riesige Geiselbefreiungsaktion. Nö. Pustekuchen.
Ja, das Wandern ist des Bergmanns Lust. So, wo ist Reynolds? Reynolds ist ja auch der Kommissar aus die drei Fragezeichen von den älteren Folgen. Jetzt ist es ja Inspektor Cotta. So, Hallöchen. Haben Sie etwas von meinen Kumpels gehört? Du, die müssten da nie vorbeigelaufen sein. Waren das die RNK-Geiseln der Mine? Waren? Was meinen Sie mit Waren? Ich habe sie lebendig herausgeholt. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass Alexus sie in einen Minenschacht geworfen hat. Ich gehe bei Gelegenheit im Lager vorbei. Danke für Ihre Hilfe. Gerne. Die Straße ist gefährlich. Halten Sie die Augen offen. Mache ich. Ich will jetzt noch das Prospektorenlager-Dings da nachgucken. Cliffstone oder wie das hieß. Cliffside. Ist da? Irgendwie da in die Richtung dieses Legion, der da alleine umherwandert und gleich sterben wird. Da muss das wohl sein. Gucken, was es da mal gleich gibt. Kann ich mir wieder nützlich vorstellen. Ja, genau, du machst das wieder sehr gut mit der Harpune. Hast keinmal getroffen. Aber ich habe einmal geschossen und einmal getroffen. Das ist, du siehst denn das Problem, ne? Mein Junge, du siehst das Problem. Mal gucken, was es in diesem Cliffstone-Lager gibt. Da gibt es bestimmt Cliffhanger. Nicht? Okay. Dann nehme ich nicht. Ich fand den gut. Was machen denn hier wieder die ganzen Gegner? Jetzt mal ganz im Ernst. Bitte oben! Komm ich denn da jetzt wieder hoch? Dann nehme ich die Sachen eigentlich noch mit. Fällt mir gerade mal so ein. Thunderwood, jo. Wenn man schon hier ist, ne? Wow! Sorry! Wir haben halt ein bisschen viel HP, ne? Das ist das Problem. Uah. Ich glaube, ich könnte mich auch mal wieder heilen. Ne, wie habe ich? Ich habe fast 100 verloren. Dann nehme ich mal... Ich glaube, das müsste reichen, wenn ich richtig gezählt habe. Jetzt in dieser Folge noch dieses eine Lager da entdecken. Ja, ist voll. Sehr schön. Ja, ein bisschen viel Cooldown-Zeit, bis der Bittertrank nachlässt. Ja, 5-18 ist natürlich... Es sind selbst schon 92. Ja, gut. Schöner Nachthimmel, ne? Was ein Freund. Ich habe hier keinen Berg, wo ich hoch kann. Dop, dop, dom. Naja, irgendwie Freund ist auch eine gute Sache, ne? Da ist jetzt nix. Ja. Haben wir, stimmt. Ja, okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut und bis zur nächsten Folge und tschüss.